Schöner Bär, bitte sehr, Skyrim her, herzlich willkommen! Ladebildschirm, und ich weiß noch nicht, was wir heute machen werden, aber wir zocken mal eine Runde Skyrim. Ah ja, wir haben ja die silberne Hand zum Fertigmachen. Stimmt! Da war doch was! Wie der Typ da. Gold. Pfeile, die nehmen wir auch sehr gerne. Gold und Pfeile. Und ein Apfel. Ich weiß jetzt zwar nicht, warum ich den Apfel mitgenommen habe, aber... Apfel! Ein guter Apfel ist ein guter Apfel. Guten Tag. Guten Tag, wie geht's euch eigentlich so? Schreibt's gerne mal in die... Ihr wisst schon. Da wäre eine Türe, aber ich möchte noch vorher schauen, ob wir da hinten was anfinden. Nix, eine Schaufel. Was ist da drin? Karotte, Zaubertrank der Heilung. Stiefel. Komm, den Ring nehmen wir auch mit. Den können wir nachher verkaufen. So. Mittlerweile haben wir schon Folgenummer... Keine Ahnung. Nehmen wir jetzt erstmal das. Oder zuerst da oben? Was? Ach, Scheiße. Ich habe daneben geschossen. Ich habe Scheibenkleister. Hier drüben! Ich habe genug. Hör mich auf, Mann! So, der erste ist mal tot. Der ist auch tot. Getroffen! Getroffen! Als ja, jetzt hätte ich ja schon fast auf sie geschossen. Gut, wir sammeln dabei auf. Lecker Apfelkuchen! Apfelkuchen! Ein Pfeil! Noch ein Pfeil! Apfelkuchen. Ich mag Apfelkuchen. Wer von euch mag auch Apfelkuchen? Ihr wisst, wo ihr das hinschreiben könnt. Hoho! Da seid ihr ja. Nein. Jetzt halt endlich mal still, du verdammte Uhrenkatze, Maus, Hund, Mann! So, jetzt zu dir da oben. Verbessern wir mal unsere schwere Rüstung. Ja, wir haben getroffen! Ich war kurz still, weil ich musste ja nachschauen. So, Aela, steh wieder auf, Mädchen. Pfeile, Gold und kein Jagdbogen, den brauchen wir nicht. Aile geht's dir wieder gut, ihr geht's wieder gut. Euch habe ich ja schon gefragt, wie es euch geht. Balken wieder Gold, Pfeile. Skyrim muss man nicht echt aufpassen, was man mitnimmt und was man da lässt. So. Schon mal weiter durch. Das ist ein Eisendolch, der ist ein Kaiserlicher. Und ja, den Dietrich. Den nehmen wir natürlich. Den nehmen wir natürlich gerne. Den Dietrich. Den kleinen, süßen Dieter. Gold, Zaubertrank Heilung. Goldener Ring. Und weiter. Und was haben wir da? Ja! Einhändig verbessert auf 42. Pff, warum den Pelz nicht mitnehmen? Ich habe das für was anderes gehalten. Aber egal. So, wer bist denn du? Was war das? Lassen wir die Spielchen. Ist das schon alles? Jo, ich hab die Schießkunst verbessert. Und nö, 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 nö. Du bleibst liegen, mein Freund. Du bleibst liegen. Alter. Du kannst behalten den Rest. Da ist noch was zum Lesen. Schmiedekunst verbessert auf 23. Das ist auch gut. Da haben wir eine Holztür. Die müssten wir aufschließen. Das machen wir dann später. Lieber Peter. Wir sind fast da. Vorsicht. Ihr okay. Anführer ist äußerst verschlagen.
Sie nennen ihn den Hautabzieher. Nein. Ich glaube nicht, dass ich euch den Grund dafür erklären muss. Nein. Schauen wir mal in den Schrank rein. Nein, nichts drin. Gut. Ach, da sind wieder mehrere. Blups. Blups, einer weniger. Hier drüben. Nee, da drüben ist nichts. Ah, da kommt der Hautabzieher schon. Schrei schon. Oh, warte kurz. Ich muss was trinken. Wir müssen kurz was trinken. Gift aus da. Das. Dann einmal, zweimal. Dreimal. Ja klar doch! Hey, ich hab mich gerade hochgeheilt, du verdammter Penner! Mann! Jetzt sind wir wieder da! Oh Mann! Jetzt bin ich sauer! Das war so richtig! Ich bin der Hausaufsitzer! Nee, 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 nee! Nee, 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 nee. So. So, noch irgendjemand? Na ja, du bist ja da oben irgendwo, oder? Ihr seid tot. So, noch irgendjemand? Ja, du. Das bin ich. Mann! So spielt man. Goldpfeile. Den Rest kannst du behalten, Bitch. Bitch, Bitchin. So, dann speichern wir hier mal. Ja! Dann haben wir dort hinten. Hey, da haben wir gar nicht reingeguckt. Ist ja gut, dass wir nochmal nachgucken. Da ist eine Truhe mit Geld. Und eine Truhe mit Meister. Ja, vielleicht hat derjenige noch einen Schlüssel. Hoffen wir es, dass der den Schlüssel hat. Und allzu lang kann ich heute auch nicht mehr aufnehmen. Aber ein bisschen. Tralalalala. Ich frage mich, wann er aufhört zum Laufen. Was? Ja, ich habe auch, ehrlich, ich habe keine Ahnung, was wir da machen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das bei euch auch so ist. Ich stehe mal auf einmal. Hey, bin ein Krieger, ich kann laufen. Laufe die, laufe die, lauf. So, da war der Hasen oder Dingspelz, den sammle ich diesmal nicht ein. Nein! Doch, weil ich sauer bin. Hey, da stellt sich einfach mal vorne hin. Oh, ist okay, ja, jeder. Ist okay. Wenigstens hat er ein bisschen Geld dabei. Ich versuche mal die Tür da auf. Oh, ich habe nur mehr zwei Dietriche. Nee, wir lassen die Tür. Wieso habe ich nur mehr zwei Dietriche? Da dieses Buch lesen.
Dann wieder speichern! Wir sind fast da. Vorsicht! Ihr Anführer ist äußerst verschlagen. Sie nennen ihn den Hautabzieher. Ich glaube nicht, dass ich euch den Grund dafür erklären muss. So, dann gehen wir mal hier auf. Vielleicht können wir mal einen Schleichangriff durchführen. Was war da? Ich dachte, ich bin hier. Machen wir die zwei da. Das war gar nichts. Ah, Moment mal. War vielleicht ein ungünstiger Moment zum Speichern? Ja, aber. Macht euch bereit zu sterben. Ja! Herrlich! Ah, ich weiß, was wir jetzt machen. Warte, jetzt muss ich jetzt mal laden. Ich bringe euch unter die Erde. Ich weiß, was wir jetzt machen müssen. Ich habe blöd gespeichert, das heißt. T, G, M. Wobei sich zwar kein Blocken, keine schwere Rüstung, aber. So. Dann mal der. Dann können wir das jetzt wieder. Ah, ist noch Kampfmusik. Kampfmusik! Die Bastarde. Irgendwie haben sie es geschafft, Skjör zu töten. Jo. Er war einer unserer Stärksten. Aber gegen zahlenmäßige Überlegenheit ist jeder machtlos. Er hätte nicht ohne einen Schildbruder losziehen sollen. Verschwindet von hier. Ich werde sicherstellen, dass wir alle erwischt haben. Vielleicht finde ich ja Informationen bei einer der Leichen. Okay. Wir beide haben Arbeit vor uns. Okay. Die silberne Hand wird vor uns erzittern. Jo, wird sie. Begonnen, abgeschlossen. Dann gehe ich mal. Mach das so, ich schau mal, ob der was dabei hat. Gold? Oh, okay, schaut euch, ist ja was Cooles, aber nee. Wer auch immer das getan hat, werde ihn finden. Mach das, Ayla. Das ist eine Truhe, Zwergenschwert, Trüche, Gold, winziger Seelenstein. Das seht ihr, den brauchen wir nicht. Kann ich eigentlich hier wieder aufstehen? Aufstehen! Das ist Cure, den lassen wir mal. Möge ein Free. In Frieden ruhen, der liebe Cure. Und wir brauchen ein bisschen Heilung, sieht ich, fällt mir gerade auf. Das machen wir mit Magic. Heilung! So, dann heilen wir uns mal. Puff! Dann gehen wir auf Objekte, Waffen, nehmen wieder den schönen Schwert der Himmelschmiede, Stahldingens, Bums. Feuer. Eisenrüstung. Nisa. Und Apfelzaubertrank der Heilung. Da hat gerade jemand gegähnt. Nicht schon wieder dieser. So. Ich habe schon wieder meine 5 Minuten. Oh Mann, das ist so nervig. Ha. Er läuft weiter. Er läuft einfach weiter. Bitte mach, dass es aufhört. Hi, Ayla! Ich bin wieder da! Hallo! Oh, da ist ein Skelett. Können wir das auch durchsuchen? Hey, das hat Gold dabei. Cool! Ich habe den automatischen Gang drinnen. Ich weiß echt nicht, was da los ist. Da war eine Treppe, da können wir hochgehen. Da war eine Tür. Dann geht's da weiter.
Da waren ja noch irgendwo ein Raum mit Kisten drin. Daran kann ich mich noch erinnern. Ich weiß nur nicht mehr genau, wo der war. Der war da. Ja, wo war er denn? Ja, da war er. Da! Fünf Dietriche. Das heißt, abspeichern. Und einmal probieren. Nope. 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 Ich glaube, wir werden uns nachher Dietrich immer irgendwo kaufen. Nope. Nope. Und keine Dietrich mehr. Du bist jetzt keine Dietriche. Mann. Boah. Endlich hat er aufgehört. So. Heieiei. Wo geht's denn hier wieder nach draußen? Geh mal da hoch. Lol. Komm, das machen wir nochmal. Einfach so zum Spaß. Und jetzt rauf. Ich bin oben. So, war da oben noch irgendetwas? Also diese Falle. Ja, die Leiche hat doch... Ich habe keine Ahnung, was los ist. Ich habe echt keine Ahnung, was los ist. Dum di dum di du du di du. Was war da? Ein Töter. Foltergerät. Ja, ist ja nett. Entschuldige, Kumpel. Sieh, da war noch ein Trank. Zaubertrank der Heilung. Und... Oh ja. Die liegt auch ganz schön da. Dann gehen wir mal zu den Gefährten zurück und fragen, was die noch für eine Arbeit für uns haben. Himmelsrand, willkommen in Himmelsrand, willkommen, willkommen, willkommen in Himmelsrand. Ich habe mich gut benommen. Da draußen war ja nichts mehr. Erst, wenn der Winter kalt ist, ist es der Winter. So. Spitze waren wir schon. Da war ein Drache, den wir nicht besiegen konnten. Dann ab. Es sind Feinde in der Nähe. Hip, hip, hurra. Und ich sehe keinen, der wäre da. Schon mal. Vielleicht hier oben einer. Hallo. Ach, da! Guten Abend, der Herr! Er kann weiterreden, auch wenn er schon tot ist. Mann, so heißt es Truhen, die man nicht aufschließen kann. Und dann hat keiner einen Dietrich dabei. So, wenn mal er hier. Wir weiter, kommen wir noch irgendwo höher rauf? Höher! Höher! Wie die Orks sagen wir. Höher! Pfeile! Zwergenbogen! Nice! Dann werde ich gleich mal den Zwergenbogen verzaubern! Oder ich warte, bis ich zwei Verzauberungen auf einen Bogen setzen kann. Ich glaube, das war's. So. Dann werde ich gerne zurück zur Drachenfeste. Ja! Dann schauen wir, was wir in der nächsten Folge machen könnten. So, was will der noch? Habe gehört, dass sie die Dämmerwacht. Ah ja, was wegen der Dämmerwacht. Das machen wir auch irgendwann mal. Hui. Carlos, der Unsichtbare!
Bla bla bla, schnubbel schnubbel bla bla. Genau. So, Yo Baska, da sind wir wieder. Back at home, meine Damen und Herren. Ja, mehr oder weniger. Mehr oder weniger back at home. Ah, so. Und. Habe ich gerade irgendwas zusammengehört? Ich weiß es nicht. Wohnquartiere. Wunderbar. Ich hätte nicht gedacht, dass ich zur Brauerei wirklich beitreten dürfte. Schauen, was die so mittlerweile scheinen sie aber jeden aufzunehmen, ohne ich im Winter. Ja, gut, redet alle auf einmal mit mir. Wem geht's auch so? Schreibt's in die Kommentare. Und damit hoffe ich, dass ich euch genug Anregungen gegeben habe, einen Kommentar unter dieses schöne Video zu schreiben. Ich bedanke mich bei dir und bei dir und bei dir und bei allen, die zugeschaut haben. Bis zur nächsten Folge von Let's Play Skyrim.